Wenn man so unterwegs ist, so wie ich, dass man fast jeden Tag auf einer anderen Veranstaltung ist, dann tauchen eigentlich auf jeder Veranstaltung eigentlich die gleichen Probleme auf. Wenn du zum Beispiel Geburtstag feierst, Hochzeit, whatever, keine Ahnung, auf jeden Fall eine größere Party feierst, dann hast du meistens das Problem, dass du eigentlich genug Platz für die Gäste hast, denn bei einer Hochzeit, was ich, wie nennt sich das, Baby-Pinkel-Party oder irgendwelchen Geburtstagen, was ich, 40, 50, 60 oder sonst was, dann lädt man ja auch meistens mehr wie die üblichen Verdächtigen, sag ich mal, ein und hat dann an sich Platz genug für alle, aber nicht genug Platz zum Sitzen, Essen oder sonst was. Und gerade wenn man sehr viele einlädt, dann, dann hat man das Problem, dass einem zu wenig Tische oder Möglichkeiten fehlen, wo die Leute was abstellen können oder naja, wie auch immer. Und daraufhin ist mir aufgrund meiner, ich weiß gar nicht, wie viele Tausenden von Events, die ich in meinem Leben schon gemacht habe, kam mir mal die Idee, man müsste doch was erfinden. Also ich habe das jetzt nicht neu erfunden, das Ding hier, sondern kam mir die Idee, es müsste doch was geben oder was weiterentwickeln, was es ultimativ einfach macht, wenn man mehrere Leute zu Besuch hat, dass die Leute zwar stehen, also Stehparty, aber trotzdem in Ruhe essen können oder in Ruhe trinken können ungefähr, ohne dass jeder sich, sag ich mal, um sich 10 Leute um einen Stehtisch rumquetschen müssen. Und daraus ist entstanden dann einfach Brett, im Prinzip eigentlich nur abgeleitet von Pommes Man mit dem deswegen auch Brett mal mit geschrieben. Ist auch gar nicht, wie gesagt, Erfindungen oder Weiterentwicklungen müssen gar nicht immer groß sein. Das Ding ist jetzt hier eigentlich eine Weiterentwicklung von etwas Vorhandenem, denn es gibt schon mehrere Lösungen, wo man halt eben ein Glas reinhängen kann, so wie hier zum Beispiel. Das gibt es halt schon in einer anderen Form. Was mir aber da gefehlt hat, ist immer, dass sowas im Prinzip für einen Sektempfang. Für einen Sektempfang ist das geil. Das heißt, man kann so schön durch die Menge huschen, hat hier dann sein Essen drauf, also nicht unbedingt Currywurst, Pommes, aber es gibt auch Fingerfood oder sonstige Sachen, Canapés, whatever. Dann ist das für Sektempfänger ganz geil, weil man halt eben logischerweise das Sektglas hat oder hat er eben hier ein Bierglas. Aber auf meinen Events ist es ja immer ein bisschen anders, denn den Becher kennt meistens auch, die meisten vom Schützenfest her. Das ist hier so ein Standard, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der Becher. Nicht Willi-Becher, das ist ein anderer Becher. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ist auf jeden Fall ein Standardglas, das auf sehr vielen Veranstaltungen genutzt wird. Das passt logischerweise jetzt hier nicht, aber da kam ja die Idee Nummer 2, dass man das Ganze nämlich hier einhängen kann. Auch wieder, dass man durch die Menge, ne, sich durchlatschen kann, ohne zum Buffet einmal hin und wieder zurück, ohne dass was passiert. Und der Vorteil ist halt eben, man kann das andere Loch zum Festhalten nutzen. Das heißt, man hat zum einen, weil ich ja hier diese Fräsung drin habe, hat man ja, dass das Essen nicht gerade rausrutscht. Habe ich jetzt hier einfach nur für eine Mantaplatte rechteckig gemacht. Man kann es auch rund machen, wenn man Canapés haben will, und kann dann so durch die Menge jonglieren. So, dritte Möglichkeit wäre, dass ich eine Bierflasche habe. Die passt logischerweise wieder nicht. Das heißt, die würde dann auch wieder runterfallen. Geht hier auch eigentlich eher semi, aber dafür ist ja das kleine Loch gedacht. Deswegen kann man das Ganze auch so transportieren. Ist da dann nicht ganz so optimal. Ich hatte es erst versucht auch zum Einhängen zu machen, geht aber nicht, weil der Rand der Flasche einfach zu rund ist und zu schmal ist. Aber so kann man auch immer noch super easy essen. Und man kann ja eh nur eins machen. Man kann also nur essen oder trinken. Beides geht auf keinen Fall. Und das ist halt eben so jetzt so eine All-in-One-Lösung. Das ist wahrscheinlich nicht ultimativ für alle möglichen Gläser, aber zumindest deckt es schon mal die meisten ab. Das heißt, Sektgläser sind auch immer relativ gleich, dass sie nur nicht rausfallen. Biergläser sind auch relativ identisch, da passen also auch schon eine ganze Menge rein. Und der Vorteil ist halt eben noch, je nachdem wie man es, also es gibt ja kein Vorne und kein Hinten bei diesem Brett. Man kann das Brett also eigentlich so festhalten, wenn man Rechtshänder ist oder Linkshänder, und kann es halt eben so festhalten. Andersrum geht es genauso. Das heißt, wenn ich jetzt Linkshänder bin, wie in meinem Fall, dann kann ich so festhalten oder andersrum halt so. So ist es halt eben total universell. Und ich habe etwas, das habe ich jetzt einfach auch nur geflammt, das Brett.
und habe es dann mit Leinöl eingerieben. Das heißt, ich kann es also auch spülen. Zwar nicht in der Spülmaschine, aber ich kann es mir sauber machen und ultra platzsparend. Also, was will man mehr? Ja, ganz kleines Gimmick, dass ich mir gesagt einfach mal, wo ich mich habe selber inspirieren lassen von den ganzen Problemen, die meine Gäste auch immer haben. Da werde ich mit sicher mal so ein paar bauen und dann mal testen, wie die, wie gesagt, das ist so, ich weiß gar nicht, wie lange ich dafür gebraucht habe. Ein, zwei Monate ungefähr, um das Ganze zu entwickeln. Einige haben mich schon gefragt, ob ich es patentieren lassen will. Ich glaube nicht, denn es gibt schon mehrere Lösungen. Ich habe das praktisch eigentlich nur für mich weiterentwickelt. Deswegen werde ich es wahrscheinlich nicht patentieren lassen. Ist auch viel zu teuer. Ja, ist aber ein ganz geiles Gimmick. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mal eine Bauanleitung haben wollt. Weil das Ganze ja logischerweise jetzt hier auf dem Pommelsman-Kanal ist und nicht auf dem Bastelkanal. Ob das mal einer nachbauen will, dann mache ich dazu noch mal eine Bastelanleitung, sprich mit den ganzen genauen Maßen, wie man es haben will. Ja, und ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Also ich finde es auf jeden Fall ganz geil. Aber an allen, die es gezeigt habe, die fanden das auch ganz geil, weil man es halt eben sehr universell ja, nutzen kann. Von daher, schicke Lüse. Und fällt auch nichts raus. Ihr kennt das. Wir sehen uns im nächsten Video dann schon wieder mit irgendwas ficken. Ich weiß noch nicht was, aber nein. Wir lassen uns überraschen. Und tschüss.